Ja, und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3 mit eurem Sarex. Wir wollen dem Baron sagen, wo seine Frau ist, denn wir haben sie bei den Mumien in Buckelsumpf gefunden und wollen jetzt davon berichten. Einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Bist du Scheintor? Beweg dich. Ich komme gar nicht zu. Was hast du gemacht? Einen Bären zum Tanz aufgefordert? Und mich neu ausrüsten könnte ich auch. Ich bin endlich Level 11. Sprich, meine Greifenrüstung kann ich mir endlich anziehen. Ich sag euch. Sag euch, wo die Beute ist. So. Geh mir aus den Augen. Erstmal zur Truhe. Kann wieder in die Truhe und die Stiefel noch. So. Erstmal ein bisschen mein Inventar leeren. Die kann ich später noch gebrauchen, aber jetzt erstmal nicht. Relikt. So, den Rest behalte ich. Sortieren. Und jetzt ausrüsten. Oh, wir sehen doch richtig schnieke aus. Ab zum Baron. Neue und gute Nachrichten. Vielleicht gute Nachrichten, Baron. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz! Warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Das stimmt. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Ja und nein. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Jetzt rede auch. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Das war dein Fehler. Na schön.
Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Daher auch sein Spitzname wahrscheinlich. Man nennt dich also nicht grundlos den blutigen Baron. Hä? Dein Spitzname ist mir jetzt klar. Ach nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum, du scherzt wohl. Wir müssen sie retten. Wir können sie nicht dort lassen. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer.
Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Das stimmt. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Wenigstens seine Versprechen tut er halten. Aber ich habe die Befürchtung, wir gehen mit in den Wald. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. So könnte es auf jeden Fall funktionieren. Ja, jetzt spuckt es mich auch noch an. Gut gepanzert ist es auch noch. Hinterher. Ja, das wird jetzt verdammt. Aber nicht. Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Das wird jetzt aber eine Kletterei. Ja gut, kletter da hinten irgendwo. Also so schon mal nett. Muss irgendwie anders da hochkommen. Warum tritt die denn nur auf diese... Also so funktioniert es schon mal nicht. Ich muss irgendwie da hoch. Komme ich nicht hoch. Wieso hältst du dich da nicht fest? Oh Mann. Ein Kampf. Oh.
Funktioniert aber auch ganz und gar nicht hier mit der. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich muss das hier irgendwie probieren und versuchen. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Bis zur nächsten Folge, euer Sarex.